Hallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Trails of Manor. Ja, jetzt hoffe ich mal ein bisschen wacher und ein bisschen motivierter als gestern. Wacher kann ich jetzt nicht unbedingt behaupten, aber auf jeden Fall motivierter als gestern, weil gestern war ja einfach nur, es war einfach nur, damit heute keine Folge, beziehungsweise damit für euch gestern keine Folge ausfällt. Das war eigentlich so in etwa der einzige Grund. Ich hoffe, ihr seid nicht böse darüber. Wir haben ein bisschen gelevelt, wir sind immerhin 2 Level abgegangen. Haben zwar keine Fragezeichen-Samen gefunden, aber naja, die findet man ja schon irgendwann. Ich bin da ja, ne? Wir brauchen ja im Endeffekt nur noch 2. So, jetzt ganz doof gesagt. Jetzt kümmern wir uns aber erstmal um den Mond-Benevodo. Dorn, den, wie auch immer. Das können wir uns noch machen, weil dann sind wir nämlich auch voll geil. Und nach dem Mondbenevodon müssen wir mal unsere ganzen Gold- und Silbersamen. Weil da sollen wir wohl auch scheinbar auch noch. Ich drücke mal die hier, weil irgendwie wegen Digimon jetzt. Weil wir R1 und L1 für Digimon-Tausch machen. So, rein theoretisch. Versuchen wir so schnell wie möglich hoch, oder? Oder sollen wir noch ein bisschen? Ich meine, vielleicht können wir da noch ein Level-Up reinmachen. Ich weiß nicht, welches. Welchen Punkt wir sind. Außerdem ist das noch ganz gut. Ich weiß nicht, wie das mit den Level-Ups aussieht. Oh, naja, gut. Wir sind eigentlich noch relativ weit davon entfernt. Also, apropos Rätselkeks essen, wenn wir oben sind. Gott, bloß dran denken. Das muss doch jetzt echt endlich mal klappen. Ich versuche mich jetzt einfach mal durchzuschleichen. Nennen wir es mal schleichen. Damit wir keinerlei Probleme bekommen nachher oben. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, ob der... Das Feuerding soll ja schon der, so in etwa der beschissenste von allen gewesen sein. Weil der... Einer der beschissensten von allen. Vielleicht nicht ganz der beschissenste. Ich habe schon gehört, da sollen noch ein paar andere sein. Das meiste höre ich ja immer von Sandy, weil sie hat es jetzt ja doch schon durchgespielt. Nein, so. Weißt du was? Das können wir auch mit Bonchas machen. Zack. So. Jetzt essen wir den Rätselkeks. Ich will diese EXP haben. Jetzt muss ich nur noch reinfinden, wie das geht. Okay. Wir hatten doch noch ein besser. Wir haben sogar noch ein Wunder. Wir haben auch noch das hier. Ja. Lass ich auch erstmal. Okay, statt. Eigentlich statt das hier. So. Wenn wir jetzt beide Kekse nehmen, addiert sich das? Ich glaube nicht, oder? So, dann speichere ich jetzt erstmal. Machen wir wieder 9. Falls irgendetwas dazwischen kommt mit der Aufnahme. So. Jetzt essen wir den Rätselkeks. Wunderkeks. Ja. Und gehen rein. Wir sind ja noch gar nicht oben. Ich gehe weiter. Ich gehe einfach weiter. Einfach gehen. Einfach gehen. Jetzt habe ich den Wunderkeks genommen und... Ja. Toll. Ich dachte, wir wären schon oben wegen der Statue. Kacke. Ich dachte, wir wären schon oben wegen der Statue. Alter, alles explodiert hier gerade. Alle tot. Na toll, jetzt haben wir den Wunderkeks genommen für nichts. Ich dachte jetzt wirklich, wir sind schon so weit. Aber das Ding geht noch 9 Minuten. Ah, ich komme ja aber auch gerade mit Kämpfen nicht gut. Ich will ja auch gerade keine Fähigkeiten einsetzen, weil wir gleich bei dem angekommen sind, deswegen. Ja, Doppel-EXP, dann wären wir sogar noch kurz vor Level Up. So, weiter geht's. Okay, es geht ja noch um einiges höher. Oh, toll. Dann müssen die da nicht so was hinlegen.
Hier haben wir noch einen. Können wir auch das hier jetzt machen. Jetzt ist auch alles egal. Jetzt ist auch alles egal. Ich dachte, das wäre schon so weit. Mal die MP. Da drüben waren wir auch noch. Okay, es ist doch noch ein ganz schöner Weg. Das war wohl vielleicht nur so ein Halbzeitding, wa? Das war bestimmt nur so ein Halbzeitteil. Ah, klasse. Na gut. Kannst ja nicht mitrechnen, ne? Habe ich nicht mitgerechnet, ehrlich gesagt. Dann setze ich auch noch diese Attacken ein. Jetzt ist mir alles egal. Jetzt ist mir alles egal. I see. We must continue our climb. Sagt sie und geht die Treppe runter. The Sang. Ich wollte gerade ausweichen, aber es klappte auch nicht so ganz. Aber egal. Es ist ja wenigstens jetzt noch Level abgegangen. Das ist doch wenigstens schon mal was, wa? Das ist doch dann mal was. So, jetzt die Seite noch. Die stehen gerade so schön. So. Sehr gut. Ach komm schon, Mensch, Kaktus. Spring doch mal ein wieder. Das ist ja noch ein ganz schöner Weg. Da ist eine goldene Statue. Okay, goldene Statue ist es denn bestimmt. Goldene Statue ist es denn bestimmt. Machen wir mal das hier. Ist einer wenigstens schon mal tot. Wieder kein Nasenkeks da. Okay, die da hinten eskaliert gerade wieder, das Mädel. Ja, sie eskaliert wieder. Oh, Kaktusfratz, komm schon. Natürlich. Es war so klar, dass wir hier nämlich einen Fragezeichen-Samen finden eigentlich. Es war eigentlich so klar, dass wir hier einen Fragezeichen-Samen finden. Ich will mich darüber ja nicht beschweren, aber kam halt doch so rüber. Ich konnte es mir halt echt zu 1.000.000% denken, dass wir hier... Oh, da hinten ist ein Kaktusfratz, habe ich gerade gesehen. Da hinten ist ein Kakatusa-Fratzer. Das war, glaube ich, der letzte, oder? Ja, geil. Zur Schatzortung und Kaktusfratz-Sichtung. Preis hier, danke, danke. Sind wir jetzt von hier gekommen? Ja. Wir sind jetzt einmal im Kreis gegangen. Ich will jetzt aber noch riesig schnell Level up machen. Ah, wo kommt der denn her? Jetzt hier auf einmal? Keine Ahnung, hat den irgendjemand gerufen?
Hey, mit Kaktusfratzding, Alter, 3000. So, dann ist Resi sogar noch Level Up, geil. Die stehen gerade so schön aneinander. Ich weiß, wir könnten es eigentlich auch bewahren, aber sind wir mal ehrlich. Wer bewahrt das denn schon auf? Schön, dann ist der Wunderkeks wenigstens verschwendet. So. Ja, ja, ist ja gut. Ja. Habe ich jetzt EXP schon bekommen? Bin verwirrt. Okay. Ich vermute mal, jetzt kommt der, sind wir da. Okay. Da war nur eine Halbzeit. Okay, hätte ich das gewusst, dann wären wir gestern noch hier hochgelatscht. Anstatt, dass ich da die ganze Zeit hin und her latsche. Mann, das können Sie sich ruhig stecken. So, uns geht allen gut. Wir haben gespeichert. Wir haben den Wunderkeks nochmal gegessen. Los geht's. Wenn wir jetzt wieder nicht oben sind, ne, dann kriege ich aber auch gut, wir sind oben. Au. Entschuldigung. Ich hab Schmerzen. Oh, ich wollte das schnell mal machen. Oha. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, warum bin ich hier? Okay, der sieht aber ein bisschen groß aus. Okay, ich habe keine Ahnung. Körper, Hände. Ich habe leider überhaupt keine Ahnung, was wir hier... Alter, ich sehe aber auch gar... Ich sehe gar nichts. Oh, wir sind klein. Oder? Sind wir klein? Ich habe keine Ahnung. Ich habe ein bisschen Orientierung verloren. Ich muss sagen, ich komme noch nicht ganz. Ich bin noch ausgewichen. Aua, wie weiche ich das denn aus? Kann ich hüpfen? Nee, doch. Okay, hüpfen bringt aber auch. Okay, jetzt brauche ich Hilfe. Wie weiche ich das aus? Wie weiche ich das aus? Gibt es da jetzt eine Möglichkeit? Oh, das ist gleich danach erwischt. Mann, wir sind immer klein. Alter, ich muss euch sagen, ich weiß nicht, wie ich das besiegen soll. Also, wie ich den ausweiche. Da bin ich ganz ehrlich, da habe ich nicht so ganz die Ahnung gerade. Was mir eigentlich gar nicht gefällt. Ich will den mal gerade nicht anvisieren. Was ist denn jetzt los? Okay. Haben wir es geschafft? Ja, Gott sei Dank, es war echt knapp. Das war knapp. Immer in your face. Das war aber ein bisschen zu knapp gewesen. Okay, er macht wieder seine Technik. Resi hüpft derzeit weg. Ich habe keine Ahnung. Greifen nicht gerne gleichzeitig das an, was ich angreife, oder? Ich kam nicht. Ich war gerade in meiner Magie drin. Noch weiß ich nicht, wie das geht. Ah, doch, wir müssen genau im richtigen Moment springen. Okay, gut. Weil es nämlich vorhin nämlich einmal nicht geklappt hat. Okay, man muss nur die richtige. Das Timing haben dafür. Ah. Das
Das ist eine ganz böse Technik. Das ist eine ganz böse Technik hier. Das ist eine ganz böse Technik. Das ist eine ganz, ganz böse Technik, muss ich sagen. Ui. Vor allem, weil meine Leute ja sich einen Scheiß darum kümmern, was abgeht. Aus der Entfernung kann ich aber auch nicht angreifen. Das kriege ich jetzt ab. Das soll er mal lassen. Vor allem, meine Leute verrecken dabei, weil sie nicht hüpfen. Ja, mit dem letzten Schlag, okay. Nachdem wir da die ganze Zeit rüberhüpfen konnten, ging das dann. Er war ja nicht so schwer, er hat nur sehr viel Schaden gemacht. Der andere, das Feuerding, war wesentlich nerviger. Ich hätte mich gefreut, hätte er öfter diese eine Kugel gemacht, wie wir hätten zerstören müssen. Ja, mit Rätselkeks. Ja, oder mit Wunderkeks oder wie auch immer. Und mit Klassenangriff. Das gibt auch 1%. Von 20.000 sind es trotzdem, 200? 2200. Gut, 200 sind jetzt nicht viel, aber mit dem Wunderkeks und 15%, das sind dann auch nochmal wieder. Ich kann kein Mathe. 3000, ne, 2000, ne, ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. 3000, ne, ich weiß es nicht, lasst mich. 3000. Sehr schön, den haben wir erledigt. Der war eigentlich angenehm. Der war eigentlich angenehm. Wir sind eigentlich gut. Haben ihn eigentlich sehr gut fertig gemacht. Der war schön. Der war wunderschön. Fast so schön wie ich. Okay, wir dürfen Flämmchen nicht rufen. Gibt es einen Grund dafür? Okay, vielleicht dürfen wir von der Stelle hier aus nicht rufen. Vielleicht gibt es noch eine Quatsch-Quatsch-Quatsch-Szene. Vielleicht dürfen wir deswegen ja auch nicht. Ich würde gerne jetzt mal in die Stadt und, beziehungsweise wir können eigentlich, ins Heldending gehen und, wenn wir jetzt das Resi-Ding bekommen, ne? Dann krieg ich aber schlechte Laune. Extra das Fragezeichen-Ding bekommen. Jetzt können wir. Wir haben zwar noch 5 Minuten den Wunder-Rätselkeks, aber mir egal. Gibt gerade Wichtigeres als Level. Sehr schön. Aber war der einfach. We have now defeated 2 Benevedons. Only 6 left! Let's hurry! Only vor allem. Oh, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass sie noch was sagen. Er wollte sagen, come on, die machen wir fertig. Auch so, also er wollte es sagen. Und dann können wir uns endlich da das Ding machen. Oh Gott, ich hoffe für Adlerauge. Gott, bitte. Das wäre einfach am besten. Ehrlich, das wäre am besten, wenn es für Adlerauge wäre. Das würde ich am meisten feiern. So, 3 Silber. Stärke-Serum. Oh cool. Honig-Elixier und Engelskelch. Stärke-Serum ist aber gut. Aroma des Glücks. Aroma des Glücks. Daubnier. Kurz vor Level Up, das Töpfel ist hier. Brisagam.
30. Oh, ist wirklich, der hält ja wirklich vorher an, wa? Okay. Was haben wir bekommen? Achso, ja. Dolans Ring, halbiert Mondschaden. Ja, da hätten wir vorhin ansetzen können. Was haben wir denn vorhin bekommen? Ach, da ist der. Das ist sogar besser. Cool. Setzen wir gleich ein. Ich muss jetzt mal gucken, wo der jetzt überhaupt war. So. Auf geht's. Hier gibt es ja zum Glück die Abkürzungen. Oh Gott, bitte lass das Adlerauge sein. Bitte lass das Adlerauge sein. Bitte lass das Adlerauge sein. Ich weiß nicht warum, aber ich will halt selber. Ich will halt selber. Ich mach die fertig, weil ich so stark bin. Jetzt haben wir echt noch Schaden bekommen. So hat sich sogar noch richtig gelohnt. Hat sich sogar... Doch, hat sich gelohnt. Danke, Kaktus Fretz, dass du uns das noch gegeben hast. So, und jetzt müssen wir Glück haben. Komm schon, für Adlerauge. Who is switching classes? Man, steht das da eigentlich irgendwo? Ich teste ja. Komm schon. Looks like you don't have the class name that you need to switch to a new class. Cheer up. Who is switching classes? Mann. Naja, dann du ran. Wenn jetzt das für riesig ist, ne? Looks like you don't have the class name. Das könnt ihr mir nicht antun, ihr seid scheiße. Cheer up. Ihr seid so kacke, ihr habt mir das echt nochmal für riesig gegeben. Ihr seid scheiße. For real, man. Ernsthaft, die haben mir das nochmal für riesig gegeben. Oh Mann. Was ist denn das für ein blöder Pech? Oh Mann. Stirbt Mümmelmänner. Ich töte aus Frust hier gerade die Mümmelmänner. Das ist alles nur eine Frustattacke. Ich kann auch noch Damage bekommen. Ja, naja, Resi ist auch bald Level Up. Verteilen wir gleich erstmal die Punkte. Ach ja, ich brauche ja gar nicht hier hin. Ist immer so ein Reflex, da zurückzugehen. So. Du hast schon 14 Lernpunkte, Alter. 14, du hast 6. Okay, dich wollte ich jetzt erstmal bei Schutz haben, ne? Ja, eigentlich schon. Und dann kriegst du schon... Dann kriegt jeder wenigstens. Magisches Schmettern? Achso. So, hier will ich jetzt auf Stärke alles. Zack. Erhöht die Verteidigung aller Verbündeten, erhöht die Magieangriff aller Verbündeten. Das nutzt sie jetzt auch, ne? Sie nutzt jetzt nicht mehr das andere, oder? Ich hoffe es einfach mal so. Dann speichern wir nochmal schnell. Und dann gucken wir uns den nächsten Benevodon an, wa?